Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen, ja, anders aussehe als sonst. Ja, ich bin ungeschminkt. Und zwar liegt es daran, ich möchte heute ein Produkt mit euch testen. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich übertrieben krass schminken. Also übertrieben krass, so würde ich mich niemals in meinem ganzen Leben schminken. Ich werde wirklich gleich alles draufklatschen und das auch wirklich nicht schön. Deswegen achtet bitte nicht darauf, wie das Make-up gemacht oder geschminkt ist. Mir geht es einfach darum, dass ich ein Produkt teste und zwar ist das das hier. Ich will jetzt leider den Namen nicht aussprechen, denn ich bin da nicht so gut drin. Also ich denke mal, das heißt Clinique? Keine Ahnung, Leute, ganz ehrlich. Wenn es falsch ist, tut es mir leid, dann verbessert mich halt. Ja. Sorry, Leute, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Ich werde sie aber währenddessen, ich mich schminke, werde ich sie dann aufladen, damit ich sie gleich wieder benutzen kann. Auf jeden Fall ist das halt ein Cleansing Balm und zwar soll das halt den ganzen Dreck entfernen, das ganze Make-up, egal ob Augen-Make-up oder... Was ich damit meine, ist, dass man bei vielen Abschminkprodukten nicht wirklich ans Auge gehen kann, weil es entweder voll brennt oder sonst irgendwas. Oder, wie gesagt, das Auge total allergisch darauf reagiert. Beispielsweise bei mir. Ich habe eine sehr empfindliche Haut, ich habe sehr empfindliche Augen. Deswegen, ja, ist das manchmal nicht so toll bei Abschminkprodukten. Ja, damit soll man auf jeden Fall keine Probleme haben. Da soll man wirklich schön ans Auge gehen können. Ich meine, ich habe es jetzt auch ein paar Mal getestet. Bis jetzt musste ich nicht so krass an meinem Auge damit gehen. Deswegen werde ich es heute extrem testen. Also es wird heute ein Extremtest. Und ja, ich werde mich jetzt auch extrem schminken. Und werde das dann... austesten. Und ich bin auch sehr gespannt, ob es dann auch so ein krasses Make-up, sehr viel Make-up dann ja, reinigt. Was heißt reinigt? Was erzähle ich hier eigentlich? Abschminkt. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. So Leute, ich habe mich jetzt geschminkt und yeah, ich weiß, das sieht sehr beschissen aus. In echt sieht es nochmal viel schlimmer aus, glaubt es mir. Ich habe wirklich alles, also ich habe wirklich das Make-up. Habe ich mit der Hand aufgetragen, so wie Creme. So, ich habe wirklich so viel benutzt, damit es wirklich übertrieben ist. Und nicht, weil ich das schön finde, sondern ich habe es jetzt wirklich übertrieben. Und ich meine, ich habe es jetzt in 10 Minuten gemacht. Natürlich wird das nichts. Einfach um zu gucken, ob wirklich alles abgeht. Also nach einer Anwendung, sage ich mal. So, damit meine ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich benutze einen Finger, reibe das. Verreibt das halt in meinem Gesicht, ob wirklich alle Reste von meinem Gesicht abgehen. Okay. Oh Gott, das ist so komisch. Vor allem, man schmiert ja so richtig in seinem schönen, geschminkten Gesicht rum. Geil. Oh mein Gott, Leute. Ist der aus wie, keine Ahnung, wie Joker. Ja, natürlich, Enya. Enya will wieder lustig sein, aber Enya kann nicht lustig sein. Deswegen sollte ich es echt lassen mit den schlechten Witzen von mir hier. Oh Gott, schlimmer geht's gar nicht. Das erste Produkt, wo wirklich meine Augen nicht brennen, obwohl das Produkt in meinen Augen drin ist, so. Was man jetzt halt tun muss, ist einfach nur entweder mit Wasser einfach abwaschen oder Kosmetiktücher, aber ich benutze jetzt mein Handtuch. Das ist typisch ich, deswegen nicht wundern. Ja. Und danach müsste normalerweise wirklich komplett alles weg sein. Und das ist auch so ein Ding, weil bei allen Produkten, die ich benutze, egal ob das so mit Zellenwasser war oder Feuchttücher, also Abschminktücher, dass irgendwie unter den Augen immer diese Reste bleiben und die kriege ich dann nie ab. Und wenn ich dann daran rubbel, dann wird das wund und ach, das ist so alles scheiße. Und ich muss wirklich sagen, hier braucht man nicht rubbeln oder sonst irgendwie, also natürlich reibt man hier, aber das ist irgendwie nicht so... dass du dir was aufreibst, sodass es rot wird und es zusammen rennt. Und das passiert mir halt immer. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch mache, aber naja, ich muss halt auch immer irgendwie übertreiben. So.
Machen wir das Tolle mal ab hier, ne? Okay, Leute, ich habe mich jetzt sozusagen abgeschminkt, habe das ganze Produkt jetzt runtergenommen mit meinem Handtuch. Ihr solltet wahrscheinlich lieber kein Handtuch nehmen, sonst sieht das aus wie meins. Und zwar, ja, so. Ich glaube, das wollt ihr nicht. Ich glaube, dann schimpft die Mutter auch. Ja, meine Mama wird auch schimpfen, aber naja. Mama, ich liebe dich, wenn du das siehst. Es brennt nicht auf der Haut. Es, keine Ahnung, aber irgendwie, ich bin total zufrieden damit. Und ich kann euch das wirklich so ans Herz legen. Leute, ich bin gar kein Fan davon, dass ich so teure Abschminkprodukte oder so hole. Ich benutze auch immer irgendwie, weiß ich nicht, von Balea, von DM, die Abschminktücher oder hol mir mal mit Zellwasser, was jetzt 3 Euro, 4 Euro kostet. 31 Euro finde ich schon wirklich übertrieben teuer. Aber ich muss wirklich trotzdem das Ding hier im Schutz nehmen, denn es hält, was es verspricht. Und das ist für mich das Wichtigste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schaltet auf jeden Fall die Glocke ein und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr weiterhin Videos von mir sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!